vielleicht zu mir nur kurz zu meiner Person. Mein Name ist Eva Kammhuber. Ich bin Sozialpädagogin und habe schon mal von 2000 bis 2005 ein Friedensdorfbüro in Bamberg geleitet. Bin dann spät berufen noch zum Studium nach München gegangen, habe dann noch neben dem Studium fürs Friedensdorf gearbeitet, habe dann mich zwischenzeitlich noch mal anderweitig orientiert, aber die Sehnsucht hat mich wieder zurückgebracht. Und seit 2 Jahren leite ich die Koordinationsstelle von Friedensdorf International in München. Zuständig bin ich für die Medienarbeit in Bayern und in Süddeutschland. Das heißt, ich bin der Ansprechpartner für die Presse, fürs Fernsehen, mache aber gleichzeitig auch Friedensdorf Bildungsarbeit. Was das alles genau ist, das erkläre ich Ihnen dann später. Arbeite viel mit Schulen zusammen, ja, und versuche einfach die Idee und unsere Arbeit, die es 49 Jahre gibt und komischerweise wirklich oft noch sehr, sehr unbekannt ist, einfach zu verbreiten und zu sagen, was machen wir da eigentlich? Und das hat einen Hintergrund, warum man das vielleicht nicht so kennt. Was Sie kennen, könnte sein, dass Sie mal in der Zeitung gelesen haben, Kind aus Gaza in der Schreiberklinik behandelt. Oder Kind aus Afghanistan in der Schönklinik in Hallaching operiert. Manchmal liest man solche Sachen, oder es kam auch im bayerischen Fernsehen natürlich sehr viel über die Gaza-Kinder, die vorletztes Jahr über uns nach Deutschland zur medizinischen Behandlung kamen. Aber was das eigentlich ist und dass dahinter viel mehr steckt, das wissen die allerwenigsten. Und das möchte ich Ihnen heute Abend einfach ein Stück weit zeigen. Friedensdorf International, ich könnte noch sagen, 49 Jahre Hilfe für Kinder aus Kriegs- und Krisengebieten. In der Ankündigung heute Abend im Programm steht, dem Frieden verpflichtet. Was hat die Arbeit mit Frieden zu tun? Wir haben eine Satzung. Die Satzung ist ganz klar ein Beitrag zum friedlichen Zusammenleben der Menschen auf der ganzen Welt zu leisten, durch Weckung eines humanitären und sozialen Bewusstseins. Wir beziehen uns dabei auf die Grundsätze der Menschenrechtscharta, und zwar vor allem auf den Paragraph 25, dass jeder Mensch auf der Welt ein Recht auf Gesundheit hat, auf adäquate Gesundheitsversorgung. Sie wissen, es gibt noch viel mehr Menschenrechte. Wir haben uns diesen Teil rausgenommen, weil wir kann nicht alles machen. Und unser Ziel ist es, Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten das Überleben zu ermöglichen. Denn die meisten unserer Kinder, die nach Deutschland zur medizinischen Behandlung kommen, würden aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen und Erkrankungen in ihren Heimatländern nicht überleben. Das ist aber nicht das Einzige, was wir machen. Das werden Sie jetzt gleich noch mitkriegen. Aber unsere Geschichte begann 1967 mit dem Vietnamkrieg. Das sind so die berühmtesten Bilder. Kennen Sie vielleicht, erinnern sich manche noch, vor allem das Bild rechts. Ich glaube, es gab keine Medien. Sie können es hinten, ich habe im vergangenen Jahr, zu 40 Ende, Jahre Ende des Vietnamkriegs, nochmal so einen Rückblick auf diesen Krieg auch geschrieben. Dieser Krieg war der erste Krieg, kann man sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg oder der erste Krieg der Zeit danach, der wirklich absolut durch die Medien ging. Wenn man sich das heute anschaut, ich sage es ganz kritisch, wie ich das sehe, die Medienberichterstattung heute ist nicht mehr vergleichbar mit der Medienberichterstattung während des Vietnamkriegs, die sehr, sehr kritisch und sehr differenziert war. Das heißt, zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, kann man sagen, wurde medial, konnten Menschen einen Krieg begleiten und wirklich die ganze Tragödie miterleben. Heute ist es ja normal, ne, wenn man den Fernseher einschaltet, aber damals war das nicht so. Und die Idee entstand, Friedensdorf ist bis heute, versteht sich auch als Bürgerinitiative, also da waren ein paar Leute, die gesagt haben, wir können eben nicht zuschauen, jeden Abend nur am Fernseher, wir müssen was machen, und haben sich einfach zusammengetan. Studenten, die ehemalige Oberbürgermeisterin von Oberhausen, dann die britische Rheinarmee hat mitgebaut,
Die Bundeswehr, also man muss sich das vorstellen, ein paar Leute, es waren nicht mehr wie fünf, haben gesagt, wir müssen was tun, wir holen die Kinder hierher, wir müssen diesen Kindern helfen. Es waren in erster Linie Napalmverbrannte Kinder und dann hat man angefangen, das Gelände, auf dem heute noch das Friedensdorf steht, Sie werden es später sehen, für einen D-Mark geschenkt bekommen von den Oberhausener Hüttenwerken damals, Stahlindustrie. Ja, später gehörte das ThyssenKrupp und das Material ist alles gespendet worden, so sah das Dorf dann auch später aus. Sie kennen es noch so, Ziegler, wie es im ursprünglichen Zustand war. Und dann hat man einfach angefangen zu bauen. Das Dorf war noch nicht fertig, hoppala, da kamen schon die ersten Kinder und wurden behandelt in deutschen Krankenhäusern. Es sind damals viele Fehler gemacht worden, würden heute unsere ältesten Kollegen sagen, denn die Kinder konnten aus Vietnam nicht mehr zurückgeführt werden, weil, das muss man ganz deutlich sagen, unsere Gründer und Gründerinnen sehr politisch sich verhalten haben und sich eindeutig auf die Seite von Vietnam geschlagen haben. Und nach Beendigung des Vietnamkrieges hat Nordvietnam gesagt, wir haben ja dann ganz Vietnam, über ganz Vietnam regiert, diese Kinder nehmen wir nicht mehr zurück. Daraus haben wir gelernt. Heute gibt es für alle Kinder eine Rückkehrgarantie. Das Friedensdorf versteht sich heute als überparteilich, nicht unpolitisch. Ich muss es immer voneinander trennen. Ich denke, wir sind sehr politisch, wenn man unsere Reporte liest. Auch allein durch die Arbeit, die wir machen, zeigen wir natürlich etwas, was auch nicht vielleicht in den Ländern funktioniert. Unsere Arbeit besteht aus drei Arbeitsbereichen. Das eine, was ich vorhin gesagt habe, wir holen Kinder zur medizinischen Behandlung. Der nächste Bereich ist, dass wir Projekte in den Ländern selber bauen, damit den Kindern der Weg hierher erspart wird und die Trennung von ihren Familien. Und das dritte, was uns ganz, ganz wichtig ist, da haben wir jetzt auch eine Expertin heute noch zu Gast, die sich da viel besser auskennt als ich. Die Elisa hat nämlich bei uns im Friedensdorf Bildungswerk 6 Monate Praktikum gemacht. Ist für uns diese politische, ja, oder einfach Bildungsarbeit im Kopf, wenn wir hier nichts verändern, verändert sich auch woanders nichts. Weil wir haben alle was damit zu tun. Aber da kann Elisa dann ganz viel darüber erzählen. Wie holen wir die Kinder hierher? Also Sie müssen sich das so vorstellen, in jedem Land, in dem wir arbeiten, kommen Hunderte von Kindern, Familien zu dem entsprechenden Krankenhaus und die Eltern bitten um Hilfe. Es gibt ganz klare Kriterien. Unsere Kinder sind im Schnitt im Alter von 2 bis, ich sage auf dem Papier, ungefähr 12, weil Gott sei Dank zählt in Deutschland das Papier. Die Realität ist manchmal ein bisschen anders, aber manchmal sind Papiere, haben auch ihre Vorteile. Und die Kinder kommen ohne Familien, weil die meisten unserer Kinder haben ganz viele Geschwister. Alle Kinder kommen aus armen Familien, die die Behandlung im Land und außerhalb des Landes in benachbarten Ländern nicht finanzieren können. Man könnte, wenn man aus Angola kommt, sein Kind super in Südafrika behandeln lassen, wenn man Geld hat. Man könnte es auch in Angola behandeln lassen, wenn man Geld hat. Nur die meisten Länder, die Familien können sich das nicht leisten. Und das erzähle ich auch immer an Schulen, schon bei ganz kleinen Kindern. So eine Krankenkassenkarte ist nicht das Selbstverständliche auf der Welt. Die wenigsten Länder auf der Welt haben eine Krankenversicherung. Das sind die Hauptkriterien, dazu kommen noch andere Kriterien. Die Kinder müssen transportfähig sein. Wenn ein Kind nicht mehr transportfähig ist, dann können wir es nicht mitnehmen. Dann die Dringlichkeit. Wir haben Kinder, die können nicht bis zum nächsten Einsatz warten. Die würden bis zum nächsten Einsatz nicht mehr leben. Dann, was heißt, es muss einen Sinn machen. Kinder, die querschnittgelähmt sind. Kinder, die schwer herzkrank sind. Für die finden wir hier keine Krankenhausbetten. Denn alle Krankenhäuser finanzieren das auf eigene Rechnung, die Behandlung der Kinder. Nicht alle, da gibt es ein paar Ausnahmen, da komme ich noch dazu. Die Universitätskliniken zum Beispiel, die können sich das nicht leisten. Ja? Also da gibt es noch mal einige Kriterien auch, die dazwischen liegen. Ne? Ja, und ich denke, dass die Arbeit seit
mehr 49 Jahren funktioniert, hat vor allem damit zu tun, dass wir auf eine dauerhafte Partnerschaft mit den Ländern setzen. Wie in einer guten oder stabilen Freundschaft, Beziehung bahnt sich das langsam an. Man lernt sich kennen, man muss auch gucken, ob man sich gegenseitig vertrauen kann. Und wir arbeiten zum Beispiel in Afghanistan 30 Jahre, und zwar kontinuierlich unter jeder Regierung. Wir sind länger in Afghanistan wie jede Regierung. Friedensdorf war unter russischer Regierung, unter Mujahedin, unter den Taliban und jetzt auch unter der jetzigen Regierung. Immer kontinuierlich, jedes Jahr zweimal in Afghanistan. Das haben wir natürlich zu verdanken Leuten wie den Dr. Maruf, Sie sehen hier unten, mit dem langen Bart, mit dem wir auch seit 30 Jahren zusammenarbeiten. Das gleiche gilt für all die anderen Länder. Herr Ziegler wird ihn noch kennen. Oben links der Dr. Rosalino, ja. Der ist vor 2 Jahren verstorben, kurz nach dem Einsatz. Ja, mit Anfang der links der Herr mit der Brille, mit dem wir über 20 Jahre zusammengearbeitet haben und jetzt macht es sein Team weiter. Dann hier sehen Sie einfach verschiedene Länder. Manchmal kann man es ein bisschen erkennen. Ich muss jetzt schauen, ob ich diesen Knopf finde. Ah, ich finde ihn. Sie sehen es ein bisschen an den Gesichtern, vielleicht wer mir herkommt. Da wäre einmal Kirgisistan, das ist Armenien, das ist unser usbekischer Kollege, das ist Tadschikistan, das ist der stellvertretende Leiter inzwischen vom Friedensdorf, der Herr Dahlbruch, und die Frau Tinnefeld, meine Kollegin, die alle Einsätze fliegen, das ist unsere Kollegin Frau Dr. Amramia aus Georgien, Megapartnerin, und das ist auch. Also man sieht so manchmal ein bisschen aus den, an den Gesichtern, wer woher kommt, vor allem wenn man es weiß natürlich. Ne? Und da unten, das ist unser Kollege aus Gambia. Gambia ist ein ganz neues Land, mit dem wir zusammenarbeiten. Und das war beim letzten Einsatz in Gambia, haben sie alle Kinder, die bis jetzt in Deutschland waren, das sind nicht viele, haben sie aber alle zusammengeholt, dass sie Hallo sagen mit ihren ganzen Familien. Also das ist uns immer ganz wichtig, diese kontinuierliche Arbeit. Wir springen nicht in die Länder und sagen, hoppla, hier sind wir, braucht ihr Hilfe, sondern die Anfrage an uns kommt immer aus den Ländern. Und dass wir schwerpunktmäßig in Zentralasien sind, hat mit Afghanistan zu tun. Da sind wir schon so lange. Und dann hat Tadschikistan angefragt, dann hat Usbekistan angefragt. Kirgisistan, mit dem wir noch nicht lange arbeiten, ist ganz interessant. Das kam durch die Stewardess, die mit auf dem Flug nach Afghanistan war und die Kirgisin war und in Kirgisistan das erzählt hat. Und so ist der Kontakt zu Kirgisistan. Wer fängt denn da an? Ärzte? Die Ärzte, genau. Die Partner. Also wir arbeiten nur mit unabhängigen Partnerorganisationen in den Ländern und das sind immer Ärztinnen und Ärzte. So sieht es aus vor einem Einsatz. Hunderte von Kindern kommen und wie gesagt, dann sind die Kriterien sehr hart. Wir holen im Jahr so ungefähr 300 bis 400 Kinder, je nachdem, was wir auch hier an Bettenkapazitäten haben. Diese Kinder sind jetzt dann schon alle mitgekommen und das habe ich Ihnen gezeigt, das ist mir schon ein älteres Bild. Diesen Jungen, den man jetzt gar nicht so sieht, gell, der aus Kandahar aus dem Süden kommt, deswegen auch als Mann, als junger Mann, ganz bedeckt ist, den werden Sie später nochmal sehen. Ich bin vielleicht erkennen Sie ihn wieder. Diese Kinder waren alle schon hier, die sind schon alle wieder nach Hause zurückgegangen. Dieses Mädchen arbeitet heute als Übersetzerin in Afghanistan, die war in Lohr am Main im Krankenhaus, hat dort fantastisch Deutsch gelernt, hat es weitergemacht und übersetzt für deutsche Hilfsorganisationen, die verursacht. Also die kenne ich noch was von damals. Ist für mich immer toll, wenn ich dann Kinder sehe, die ich kenne. Bevor die Kinder abfliegen, die Kinder sprechen ja kein Deutsch, ne? Braucht man so Grundverständigungsgeschichten, dass man auf dem Flieger miteinander sich unterhalten kann. Ich werde Sie jetzt mal fragen, ob Sie eine Idee haben, was das bedeutet. Super. Das bedeutet super. Braucht man super unbedingt zur Verständigung im Flugzeug? Wer hat eine andere Idee? Elisa weiß es. Das bedeutet auf dem Flieger Pipi machen. Das bedeutet, das ist ziemlich klar, ne? Besseres Geschäft. Das bedeutet hier mit dem Essen, genau. Dann gibt es noch mehr Zeichen, da sieht man es ein bisschen mit Kindern. Das bedeutet Schmerzen, Schmerzen, trinken, warten, schlafen.
Übrigens, das funktioniert, das erzählen immer die Kollegen. Ach so, das habe ich vergessen. Das bedeutet das große Geschäft. Das bedeutet Pippi und das bedeutet das große Geschäft. Und das können die Kinder und das macht denen einen Heidenspaß. Ja, das schon zu üben und damit kann man sich schon mal auf dem Flieger die existenziellen Dinge regeln. Ja, das denken übrigens die meisten, dass das super bedeutet. Aber das haben wir ja einmal. Jetzt wissen wir, dass man das nicht mehr sagen dürfen. Aber ihr kennt es ja, wenn die Kinder frisch kommen, noch gar nichts, kein Deutsch sprechen, dann auch im Krankenhaus, das sind so die ersten Signale, auf die man sich verständigt. Muss ein bisschen schneller machen. Die Krankheitsbilder unserer Kinder, warum kommen die Kinder? Das ist jetzt nur ein Ausschnitt. Knochenentzündungen gibt es bei uns gar nicht mehr. Gab es bei uns noch nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ungefähr betrifft 80% unserer Kinder, entstehen durch Bagatellverletzungen zum Beispiel. Die Kinder fallen vom Fahrrad, stürzen beim Fußballspielen, fallen vom Baum. Die Wunde wird nicht adäquat versorgt, fängt an sich zu infizieren. Geld für Antibiotika hat man sowieso keins. Und wenn, kriegt man mal da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Was dann die Resistenzen hier ausmacht, was immer ganz, ganz schlecht ist für die Kinder. Ja. Und dann fängt es an zu arbeiten und zu eitern. Und es kann dann so ausschauen, wie hier unten die Entzündung arbeitet. Ne? Und das Bein ist dann schon so lang und da muss ganz schnell was passieren, sonst bleibt einfach nur die Amputation. Kinder mit Osteomyelitiden, die nicht behandelt werden, sind alle in der Gefahr, dass sie an der Sepsis früher oder später sterben. Hier kann man das sehr gut behandeln. Das ist das Zweite, was wir sehr viel haben natürlich, sind Narbenkontrakturen nach Verbrennungen. Da werden Sie nachher noch einige sehen. Das ist jetzt Gott sei Dank nicht so häufig bei uns. Das ist ein Kind, was Noma hat. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Gesichtsfraß nennt sich das. Kann man gut operieren. Ja, das ist eine bakterielle Infektion. Und das ist das, was wir so gut kennen, ne? Aus der schönen Klinik Harlaching. Das sind Kinder mit angeborenen Fehlbildungen, sogenannte Klumpfüße. Die werden bei uns sofort nach der Geburt operiert, also wenn die noch ganz klein sind. Unsere Kinder laufen zum Teil 8, 9, 10 Jahre so durch die Gegend, beziehungsweise rutschen auf den Knien. Und es ist ganz toll zu sehen, wenn sie dann das erste Mal stehen und die Welt aus einer anderen Perspektive sehen können. Und das kann man hier machen. Also so Umstellungsosteomyelitis wieder oben, so Knochenumstellung, das macht man hier zum Beispiel in der schönen Klinik Harlaching. Wie weit kann man das ausheilen? Also man kann das so operieren, dass das Kind stehen kann und gehen kann. Genau, das Ziel ist immer bei jeder Behandlung, dass das Kind eine deutlich verbesserte Lebensqualität hat und vor allem Mobilität. Das ist in den Ländern ganz, ganz wichtig. Das heißt nicht immer, gerade sage ich jetzt mal bei Verbrennungen, ja, da wird aus keinem Mädchen eine Claudia Schiffer, muss es auch nicht. Aber das Wichtigste ist, dass es wieder mobil ist. Mit solchen Narbenkontrakturen nach Verbrennungen zum Beispiel können Sie sonst, ja, können Sie sonst einfach, der kann den Kopf nicht bewegen, wenn das nicht operiert wird. Oder man kann den Arm nicht bewegen, wenn das zusammengewachsen ist. Das kann man hier aber operieren, man kann das hier trennen. Also es geht immer um eine Verbesserung der Lebensqualität, damit man in seinen eigenen Ländern möglichst später selbstständig leben kann. Auf solchen Füßen, das mache ich übrigens, wenn ich im Kindergarten arbeite, ich auch mit kleinen Kindern, denen zeige ich die Bilder und die lasse ich jetzt, das mache ich bei denen nicht, die lasse ich so laufen. Die müssen dann ihre Schuhe ausziehen und ihre Socken und dann sage ich, lauf doch mal, wie das geht. Und das finden die ganz furchtbar. Das ist schon was, das Mädchen läuft schon 8 Jahre so. Ja? Also so kann man nicht gehen. Und das sind natürlich, ja, das sind so die ein Teil der Kinder, die kommen. Das andere sind die Speiseröhrenverätzungen, was Sie vorhin noch gesehen haben, Blasenextrophin, Analatrophin. Das habe ich Ihnen bewusst, zeige ich Ihnen nicht. Sowas zeigen wir auf Medizinkongressen, das muss nicht überall sein. Und dann geht es gleich los und jeder hat so die Vorstellung, oh Gott, die armen Kinder, ja, ohne Familie, das ist ja furchtbar. Also oft hat man eher den Eindruck, das ist wie ein Happening am Flughafen. Ne? Die Kinder sind ja auch ganz aufgeregt und ganz gespannt und es ist ja auch cool, das erste Mal in seinem Leben zu fliegen.
Also es ist oft anders, wie man denkt, das kann ich Ihnen sagen, von meinem ersten Einsatz 2000, ich hatte eine ganz andere Vorstellung, wie die Kinder landen, die müssen alle weinen, die müssen Ding. Und ich habe genau das Gegenteil erlebt. Kinder bis heute, die einen anstrahlen nach 20 Stunden Flug, die einem vor allem ganz stolz ihre Schuhe zeigen, die sie extra geputzt haben, weil sie hergekommen sind. Also das erlebt man, ich habe es nicht erlebt, dass die Kinder jetzt, sage ich mal, total verschreckt und verweint sind. Und die Kinder wissen auch, dass ihnen jetzt geholfen wird. Die leiden ja auch. Viele Kinder haben sehr, sehr lange Jahre auch schon Schmerzen. Bei den ganz Kleinen ist es so, die finden sich, glaube ich, eher so rein und die sind natürlich auch, werden rumgetragen und sie sehen. Also das sind so unsere, eine unserer kleinsten gewesen. Und dann ist natürlich auch am Flughafen Düsseldorf was los. Ne? Also das ist ein Szenario, wenn da alle Rettungswegen stehen. Alle, die da stehen, machen das ehrenamtlich. Einschließlich das Benzin, da ist auch das BRK Ansbach dabei, BRK Bamberg fährt mit, DRK Solingen. Also von überall her kommen die Krankenwagen und bieten ihre Unterstützung an. Und das, ein Teil der Kinder kommt immer sofort in die Klinik, das ist uns auch ganz wichtig. Die anderen Kinder kommen erst ins Friedensdorf, bis dann das Bett frei ist. Manchmal muss man ein bisschen länger warten, bis man das geeignete Bett auch findet. Also wir haben im Vorfeld ja schon alle Krankenhäuser angefangen, bevor die Kinder landen. Aber es gibt immer noch Kinder, da wissen wir es noch nicht. Da wissen wir auch noch nicht eine ausgefeilte Diagnose, da gibt es immer nur Verdacht auf. Ja, so sieht es aus. Also ich denke, das Faszinierende an der Arbeit ist, wir sind einfach große Bürgerbewegung. Ohne die vielen, vielen Menschen würde das nicht funktionieren. Und das ist für mich das Tolle an der Arbeit. Wie viele Leute sind da beteiligt, die damit anfassen. Dieser Junge übrigens war in der Schreiberklinik, hier in Bogenhausen. Das war der Mohammed, der war aus dem Gazastreifen und der wurde hier operiert. Ja, habe ich schon gesagt, ungefähr 300 bis 400. Letztes Jahr waren es eher 300. Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr wieder mehr werden. Über 170 Kliniken haben wir 2015 zugelegt. Wir haben 20 Kliniken, fast mehr als 2014 gehabt. 200 bis 300 zertifizierte ehrenamtliche Betreuerinnen haben wir, also Leute, die schon ganz lange unsere Kinder begleiten, die auch Seminare machen. Ja, und der eine sehen Sie, die ist sogar live hier. Das wusste ich gar nicht, dass sie kommt. Das hat sie nicht erwischt. Also wichtig ist im Krankenhaus selber, diese Leute werden von uns eingeführt. Es gibt ganz klare Regeln im Umgang. Das ist nämlich nicht einfach. Man kann sich in unsere Kinder sehr schnell verlieben. Das kann ich Ihnen selber auch sagen, es ist nicht leicht, wenn man die Kinder länger begleitet, dass man immer noch die Distanz hält und weiß, dieses Kind geht nach Hause. Ja? Ja, ja. Und gerade wenn die Kinder leiden, wenn die Kinder schwere Operationen haben, dann, und man sitzt am Bett und man fängt ja auch diese Situation. Trotzdem immer im Hinterkopf zu haben, sie sind nur Gast für eine kurze Zeit. Warum ich Ihnen das kurz erzähle, dieser Junge hier, das war so einer meiner ersten Erlebnisse, die mich persönlich sehr mitgenommen haben. Der Junge wurde hier amputiert, es gab keine andere Möglichkeit, wir hatten etliche Sitzungen, es hätte keinen Sinn gemacht, weil auch die Nachsorge in Afghanistan nicht gegeben gewesen wäre, es war zu heikel und es war ganz schwierig. Erstmal hat der Junge nämlich dann seinen Stumpf, der wurde ja bis hier oben, Sie sehen das, bis zum Oberschenkel hier oben amputiert und das fand er ganz furchtbar. Und dann hat er einfach, ist er nicht mehr aus dem Bett und diesen Stumpf hat er nicht angeguckt. Ne? Und dann haben wir mit ihm gearbeitet, dass es immer noch ein Teil von ihm ist. Und dass es auch sein kleiner Freund ist und den er auch gut behandeln muss. Und er kriegt ja dann auch eine Prothese. Dann hat er eine Prothese gekriegt. Und die Orthopädietechnik, die das übrigens auch umsonst gemacht hat, und so eine Prothese kostet mehrere tausend Euro, hat sein Foto eingescannt. In der Prothese. Der war sowas von stolz. Der hat nur Trainingshosen mit Reißverschluss getragen und hat jedem sein Foto auf dem Bein gezeigt. Und später war das wirklich, muss man einfach sagen, mit der größte Hallodri im Dorf. Ja. Und man sieht es, und das wollte ich nur zeigen, weil oft heißt es, oh Gott, schrecklich, furchtbar. Ja. Wenn Sie die Bilder anschauen, ja, der Junge ist da gerade, hat er erst ganz frisch die neue Prothese bekommen. Und man kann trotz Prothese auch ein fröhlicher Mensch sein. Wichtig ist, dass die Kinder sich im Krankenhaus wohlfühlen,
Das gelingt durch den Kontakt mit den Ärzten. Und das ist jetzt in Dachau, der Professor Scherer, der jedes Jahr ein angolanisches Kind auch behandelt. Hier unten sehen Sie die Frau Ampenberger mit unseren zwei Mädchen vom letzten Jahr aus Angola, ne? In der Klinik in Hallaching. Und wir versuchen einfach den Kindern den Aufenthalt angenehm zu machen. Ja, das ist unser Dorf heute. Das werden Sie gar nicht mehr kennen, gell? Wird Zeit, dass Sie nochmal kommen. Im Internet habe ich es mir schon angeschaut und mich gefreut. Ja, also da muss man natürlich sagen, der Herr Ziegler kennt diese Häuser noch nicht, weil die gab es damals nicht, wo sie den Film gedreht haben. Das sah aus wie hier. Das waren so die ersten Häuser, die gebaut wurden mit der Hand, ne? Also wo ich Ihnen so am Anfang gezeigt habe. Diese vier Häuser hat uns Lions 2002 anlässlich seines 50-jährigen Bestehens in Deutschland bundesweit haben die Geld gesammelt und haben uns diese Häuser für die Kinder geschenkt. Und dann durften wir neu bauen. Wir hätten nämlich sonst abreißen müssen und zumachen müssen. Weil es war nicht mehr tragbar, muss man sagen. Also das, aber wir hätten das Geld auch nicht gehabt. Ne? Aber unser früherer Chef war immer sehr mutig, der hat gesagt, das ist egal, wir bauen und dann kommt das Geld. Das hat er in mehreren Fällen immer so gemacht. Ne? Manchmal funktioniert es ja. 2009 verstorben, werden später nochmal, wenn ich da noch was dazu sagen. Der war jemand, der sehr unerschrocken an alles rangegangen ist. Der hat gesagt, erst machen wir die Arbeit und setzen uns ein für den Frieden, das Geld kommt hinterher. Und toi, 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 bis jetzt, 49 Jahre hat recht gehabt. Also sehr mutig, muss man manchmal sagen. Heute haben wir, das gab es früher alles nicht, das kennen Sie wahrscheinlich alles nicht, das Reha-Zentrum, ne? Das kennen Sie vielleicht noch, das ist aber auch ausgebaut. Hier wohnen die Praktikanten. Unsere Praktikanten haben ja ein eigenes Haus. Wir haben ja jedes Jahr mehrere Praktikanten, die für Kost und Logis in Friedensdorf arbeiten, ohne Geld zu verdienen und dann auch jetzt komisch angeguckt werden, ne, Elisa, dass man sowas macht. Unser Lernhaus, wo die Kinder auch beschäftigt werden. Dann die Begegnungsstätte für unsere Gäste. Wir haben ein Gästehaus für Jugendgruppen und Interessiertengruppen und wo die Ehrenamtler Seminare und ein Wohnhaus für Mitarbeiter. Wir haben auch ein Schwimmbad. Wir haben einen Sportplatz, also das Dorf liegt wirklich abgelegen von Oberhausen in einem extra, ja kann man sagen, schon Teil, damit die Kinder geschützt sind. Die Kinder sollen nicht hier integriert werden, sondern sobald die aus dem Krankenhaus kommen, werden die reintegriert in die Heimat. Also bei uns ist alles viel einfacher wie in einem deutschen Heim, nicht so luxuriös. Reha steht natürlich an erster Stelle nach dem Krankenhausaufenthalt. Muss viel geübt werden, Physiotherapie, sehen Sie hier. Da unten Kinder mit Narbenkontrakturen, da ist natürlich das ein Stift halten können, ne? Ist da auch die Physiotherapie. Ja? Bei Maria ist das, ja? Sie wieder laufen können, er hier. Also das sind unsere Physiotherapeuten, so geht es bei uns zu. Also müssen Sie sich vorstellen, Speisesaal mit 180 Kindern aus ungefähr 9 Nationen. Können Sie sich vorstellen, wie es dazu geht? Das ist nicht immer leise, ne? Aber es schmeckt und das Interessante ist, dass unsere Kinder essen wie die Schaufelbagger. Also man hat immer den Eindruck, sie kann nicht glauben, dass sie nochmal was kriegen, ne? Also die Kleinen, wenn die am Abend, wenn die sich ihre Brote, die machen ja alles selber, wir legen großen Wert auf Selbstständigkeit, wenn die sich ihre Brote schmieren, da muss ich sagen, nach zwei wäre ich satt, aber die Kleinsten mit ihren 5, 6, die schmieren sich 5 und 6. Und ich denke, da ist sowas wie, habe ich morgen noch was zu essen? Ja, wir haben eine Schreinerwerkstatt. Alles wird übrigens das von Ehrenamtlichen gemacht. Das sind ehrenamtliche, pensionierte Schreiner, die sich mit den Kindern beschäftigen. Das, was die Jungs da anfertigen, das verkaufen wir natürlich auch wieder, um Spenden einzunehmen. Dann bei ungefähr 180 Kindern, die jeden Tag mit Kleidung versorgt werden müssen, geht auch vieles kaputt. Da wird auch manches wieder genäht, wo sich es noch rentiert. Und die Kinder können sich selber natürlich auch Sachen nähen. Und da sehen Sie, entstehen Freundschaften, ne? Zwischen Farben, zwischen Ländern, zwischen Religionen. Weil bei uns gibt es das nicht. Bei uns kann jedes Kind auch seine Religion leben. Es gibt auch Gebetsteppiche, die kann man bei der Heimleitung sich abholen. Die liegen nicht im Zimmer, ganz bewusst nicht, weil wir nicht dafür garantieren können, was man noch alles mit dem Teppich machen kann. Das heißt, die Kinder holen sich ihren Teppich, wenn sie zum Beispiel beten möchten. Ja, holen die sich den ab. Also,
Und die Kinder lernen gegenseitig, was es alles gibt. Und dann geht es schon los. Kinder sind im Schnitt 6 Monate da, je nach Verletzung, manche auch 1 Jahr. Wenige länger, gerade die sehr verbrannt sind, viel Transplantationen brauchen oder wo es einfach nicht heilt. Das haben wir immer wieder, Wundheilungsstörungen, wo sich das dann rauszieht. Ne? Und dann geht es schon los. Und jede Rückkehr beginnt mit Party. Das ist ganz wichtig. Die wird wochenlang vorher vorbereitet und da wird getanzt und gerockt. Wunderschön mitzuerleben. Und dann geht es schon auf dem Weg zum Flieger. Die obligatorischen Abschiedsfotos auf der Treppe. Und dann denkt man sich, wollen die Kinder nach Hause? Die Kinder wollen nach Hause. Klar gibt es Abschiedsweh, aber sobald, das hören wir immer von den Kollegen, der Anflug, Landeanflug auf Kabul oder auf Luanda ist, ist nur noch Gegröle nach Hause, nach Hause. Dieses Mädchen hier ist vor 2 Jahren, haben wir jetzt auch gerade nochmal einen Bericht geschrieben, mit dem Auto, mit ihrem Onkel und 2 Männern auf eine Antipersonenmine gefahren. 2 Männer kamen ums Leben, ihr Onkel wurde schwer verletzt. Sitara ist dann in Pakistan 1 Bein abgenommen worden. Und das andere Bein konnte man ihr hier an der Uniklinik erhalten und sie wurde versorgt mit einer Prothese. Ein unglaublich fröhliches, wie man sieht, ein ganz tolles Mädel, unheimlich stark, muss ich sagen, sie war lange hier. Und ich möchte es einfach auch nochmal sagen, die Kinder haben einen unheimlichen Lebenswillen und eine Wahnsinnskraft. Mit jedem Flieger gibt es natürlich unheimlich viel Hilfsmittel. Jetzt habe ich meine Tasche hinten, sonst könnten Sie sehen, jedes Kind bekommt eine gepackte Reisetasche, in der überwiegend Kleidung drin ist. Und natürlich Kinder, die Medikamente brauchen. Jetzt muss ich mal ein bisschen auf die Tube drücken. Unsere zweite, als zweites Standbein ist die Friedensdorf-Projektarbeit. Wir versuchen, die Lebensbedingungen in den Ländern zu verbessern. Das ist ein Brunnenbau in Afghanistan, den wir da machen. Ja, immer nur einheimische Partnerorganisationen. Wir setzen auf die Kraft in den Ländern. Wir müssen nicht, und das wird leider sehr oft gemacht, in die Länder fliegen und denen sagen, was sie zu tun haben. Es gibt in jedem Land fantastische, engagierte Menschen. Man muss sie nur finden. Ja? Also übrigens ist es ganz wichtig, zum Beispiel die Hilfsgüterlieferungen. Im letzten Jahr haben wir für 1,3 Millionen Euro Hilfsgüter in die Länder geliefert. Krankenhausbedarf, Medikamente, ganz Rollstühle, alles Gehhilfen. Isotonische Brausetabletten gegen Durchfallerkrankungen, die werden extra für uns auch produziert. Ja. Dann machen wir auch pädagogische Projekte. Wir arbeiten seit langem mit Kambodscha zusammen, haben das Modell von Vietnam übernommen. Wir haben in Vietnam über 12 Krankenhäuser gebaut, über 100 Basisgesundheitsstationen. Das setzen wir fort in Kambodscha. Da sind wir jetzt bei der 26. am Bau. Aber machen auch Projekte, die die Selbstständigkeit für Behinderte und blinde Jugendliche ermöglichen, finanzieren mit einem Zirkusprojekt. Das sind alles Kinder, die auf Müllhalden leben. Und da geht es darum, dass sie sich also noch was anderes erleben, als nur Kinder im Müll. Und das ist sehr erfolgreich, die gehen damit auch auf Tournee. Ja, die Entbindungsklinik haben wir gebaut an einem Provinzkrankenhaus. Ja, da sehen Sie so ein paar Zahlen und ich finde es einfach so schöne Bilder. Muss ich immer sagen, wenn ich so rühren. Das ist eine Basisgesundheitsstation. Eine Basisgesundheitsstation kann ungefähr 5.000 bis 7.000 Menschen versorgen. Es ist wie eine große Allgemeinpraxis. Jeder gibt nur, was er kann. Wenn jemand nichts hat, muss er auch nichts geben. Und es funktioniert. Und da steigt jetzt auch eben, was wir immer wollen, das kambodschanische Gesundheitsministerium mit ein. Das haben sie in Vietnam auch gemacht. In Vietnam gibt es über 100 Basisgesundheitsstationen. Und da braucht man auch nichts mehr machen, das läuft. Und das ist unser Ziel natürlich auch in Kambodscha. Ja, dann für uns immer wichtig, das Begegnung zwischen den Ethnien, zwischen den Religionen. Das läuft jetzt dieses Jahr aus, nach 20 Jahren. Es läuft prima. Wir haben da unten das Schwimmbad auch mitgebaut und jetzt dann auch nochmal renoviert nach dem Tsunami. Ganz wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen. War übrigens mit ein Grund, auch dass es so viele Tote gegeben hat, dass viele nicht schwimmen konnten. Deswegen auch vorrangig. Aber das Wichtigste hier begegnet sich Tamilen, Singalesen, verschiedene Ethnien, die sich sonst eigentlich bekämpfen. Die Kinder verbringen dort ihre Ferien, die können dort übernachten und die Eltern bringen die Kinder.
wollen ein anderes Sri Lanka. Und 2004, das haben Sie vielleicht mitgekriegt noch, ne? 45.000 Tote gab es. Wir haben einen Anruf gekriegt, 3 Tage später sind wir rausgeflogen mit einer kompletten Chartermaschine. Das war ein so ein Ding, was ich vorhin gesagt habe, typisch unser alter Chef. Das machen wir, seriöses Geld haben wir nicht, wir fliegen. Und wir haben innerhalb von 3 Tagen die Maschine voll gehabt. Und schon in Sri Lanka standen die Kollegen und dadurch kam das auch sofort da, wo es hingehört. Das geht eben nur, wenn wir mit einheimischen Partnern arbeiten, weil die die ganze Logistik schon dort gemacht haben und wir hier. Wenn man erst dort suchen muss, was mache ich denn jetzt mit den Hilfsgütern, dann schwierig. Ne? Hat funktioniert. Aber wie gesagt, also ich bewundere da manchmal habe da sehr seinen Mut bewundert, das hat sich aber bis heute nicht geändert. Jedes Jahr machen wir eine Lebensmittelpaketaktion, auch schon über 20 Jahre, nach Tadschikistan, Armenien, Georgien, Nagorno-Karabach, war jetzt kurz erst in den Schlagzeilen, für Bedürftige, Familien vor allen Dingen, Waisenhäuser und auch alte Menschen. 5.400 Pakete sind jetzt gesagt. Ja, und jetzt komme ich noch zu unserer letzten Säule, zu unserem Bildungswerk. Das ist eben uns ganz wichtig. Wir haben eine eigene Begegnungsstätte. Waren letztes Jahr über 2000 Menschen in der Begegnungsstätte, haben dort Seminare gemacht. Jugendgruppen, Schulklassen, Ehrenamtlerseminare, wo wir ihnen das Thema Krieg nahe bringen. Oder auch Krisen. Wie schaut es aus, wenn Kinder arm sind? Und die lernen jetzt unsere Kinder im Dorf kennen. Die spielen dann mit denen Fußball, Basketball und sind total überrascht, wie jemand mit so einer riesen Schuherhöhung vielleicht besser Fußball spielen kann als man selber. Diese Begegnung ist viel, viel mehr, als wenn man ihnen sagt, ihr müsst gut sein und schaut mal die Armen dort. Wenn man aufeinander trifft, dann macht es nachdenklich. Wenn man sieht, wie die anderen im Rollstuhl umeinander fetzen, oder Kinder Prothesen haben und trotzdem lachen, dann arbeitet es auch in den Kindern. Also das sagen wir immer, das ist eine Begegnung, die ist real. Und es ist was anderes. Und die Kinder fangen an zu überlegen und zu denken. Und dann fangen sie auch viele an, was zu tun. Also das ist jetzt eine Schulklasse, Landrat-Lukas-Gymnasium aus Leverkusen. An 2 Schulen sind wir fest im Lehrplan, leider im Ruhrgebiet nur. Also an einer Gesamtschule, an einem Gymnasium in Essen ist Friedensdorf Bestandteil des Lehrplanes, was ich mir für jede Schule wünschen würde. Statt vielleicht zum Skifahren oder nach Paris oder London, ob man nicht vielleicht mal auch ein paar Tage ins Friedensdorf fahren könnte, ist auch jetzt nicht weiter. Fände ich toll. Ja, was macht München? Du müsst aber anbauen. Ja, man muss halt jetzt schon länger vorreservieren, aber man kriegt immer einen Platz, muss ich sagen. Ja, was macht jetzt München? Wir haben hier in den 2 Jahren so langsam auch einen Freundeskreis aufgebaut, sind jetzt ungefähr 10 Leute. Nächsten kann ich Sie gleich einladen, am Samstag sind wir mit dabei am Hoflohmarkt in Neuhausen in der Schulstraße. Ja, wir machen eigentlich alles, wie ich sage, was Ihnen und mir einfällt. Letztes Jahr hatten wir ein Benefizkonzert im Steinway House. Also wer Ideen hat, herzlich willkommen. Wir treffen uns einmal im Monat. Und natürlich betreuen die Kinder hier in München im Krankenhaus. Aber wir machen auch Bayerischen Chirurgenkongress oder jetzt ist die Europäische Pharmamesse, schon notiert, wo dann die Damen mich dann unterstützen am Stand und einfach mithelfen. Also es sind einfach einige hier, deswegen muss ich sagen, ohne die ich das auch nicht schaffen könnte. Also da ich auch viel unterwegs bin und auch eben für Süddeutschland zuständig bin. Ja, das ist immer so unser Satz am Schluss. Wir können es wohl nicht verhindern, dass diese Schöpfung eine Welt ist, in der Kinder gemartert werden, aber wir können die Zahl der gemarterten Kinder verringern. Und wenn Sie uns dabei nicht helfen,